Wir wurden um 10.45 Uhr alarmiert zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand. Wir waren sehr zügig mit 5 Feuerwehren vor Ort. Vor Ort bestätigte sich die Lage. Hier brannte der Dachstuhl eines redgedeckten Hauses. Die Besonderheit beim Reetdach ist eben, es ist sehr trocken, man sieht nicht direkt Flammen und die Löscharbeiten gestalten sich schwierig dadurch. Wir sind mit einem Aufgebot von 60 Einsatzkräften im Einsatz. Unterstützt werden wir von 2 Landwirten mit einem Teleskoplader. Dadurch wird das Dach abgedeckt, um die Löscharbeiten zu erleichtern. Die Löscharbeiten werden sich noch um einige Stunden hinziehen, dadurch, dass das Feuer enorme Ausmaße hat und sich auf das ganze Dach ausbreitet. Redgedeckte Häuser hat man ja heutzutage nicht mehr so oft. Und wir arbeiten jetzt mit Wasser und einem sogenannten Netzmittel. Dadurch wird das Wasser mit einem Netzmittel versetzt und hat eine höhere Löschwirkung. Und durch das Abdecken des Hauses wird ein effektiveres Löschen ermöglicht, sodass auch keine Glutnester zum Abrücken mehr übrig bleiben.